Willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Tja, ihr Lieben, im letzten Part haben wir uns mühsam den Eisfragment-Schlüssel-Ding, das, was auch immer, geholt. Ihr wisst doch, was ich meine. So, heute wollen wir uns den letzten, den Erdfragment-Schlüssel-Dings, was auch immer, holen. Wir haben da zwei Anlaufstellen. Einmal natürlich hier, ne? Lager der Dämonen. Und dann links oben eine Weltkarte, das Ding da, wo, sagen wir mal so, die Dämonen auch sind. Ja, weil es hieß nämlich, dass die Dämonen diesen Schlüssel irgendwie haben. Und ja, deswegen suchen wir jetzt hier mal ein bisschen rum, ne? Das Problem ist aber, dass sie es in irgendwie einem... die bewahren es irgendwo auf. Ja... Da brauchen wir halt natürlich lebende Dämonen. Damit wir halt die fragen können, ey, sag mal, warst du? Da ich aber jetzt nicht weiß, wo es ist und das Spiel ganz gerne mal mich trollen mag, möchte ich einfach mal hier reinschauen, natürlich in mehreren Zeitebenen, gucken wir uns alle Gebiete natürlich an. Ja, kann ja sein, dass irgendwo auf einmal jemand steht und dann, hey, ne? Ich habe Schlüsselfragment, hier hast du. Aber wahrscheinlich wird es nicht ganz so einfach werden, wie mit dem Eisschlüsselfragment. Auch. Kann ja sein, dass es irgendwie... Ja, genau. Ja, das Ding war kaputt. Oh, super. Kann ich hier gar nicht... Super, ich wollte hier eigentlich gerade die Zeitebene ändern. Scheiße, da war ja was. Gut, wie mache ich das? Gehe jetzt erstmal nach links oben und gucke da in dieser Ebene rum oder klappe ich alle Ebenen erstmal hier ab und check dann alle Ebenen links oben? Weil links oben ist nämlich auch so ein Erinnerungsteil, nenne ich es einfach mal. Ja, komm, ich mache das einfach jetzt hier. Alle Ebenen erstmal hier. Wobei ich vermute, es ist grundsätzlich links oben. Und dieses Lager hat gar nichts zu suchen. Also... damit zu tun, meine ich. Deswegen teste ich jetzt allgemein erstmal das hier. Kann ich immer noch dann rechts das Teil nehmen. So, nee, warte mal. Wir sind ja in einer selben Zeitebene. Kann ich ja trotzdem erstmal hier oben gucken. Kann ich da überhaupt landen? Beim Schloss. Warum kann ich da jetzt nicht auf die Brücke rauf und landen? Ist doch... Das ist doch Grütze. Ganz ehrlich, das hat für mich keinen Sinn. Und ich halt eben so. Was hat das so bedeuten? Achso, den gibt's auch noch. Ihr klingt überrascht, Oberst. Überrascht? Aus eurem Munde, Markus, ist das keine Überraschung. Aber ihr, wie konntet ihr nur? Ehrlich, Oberst, los, kommt. Versucht meinen Leutnants keine Angst einzujagen. Ich werde sie bald brauchen. Euren Leutnants, sie gehören zum Kaiserreich. Die Zeiten ändern sich, Oberst. Ich habe euren großen Kaiser lang gedient, aber das war einmal. Jetzt ist meine Zeit auf den Thron gekommen. Ich habe beschlossen, hier mein eigenes Reich zu gründen. Ihr seid ja irre. Ihr habt nichts weiter als ein paar Dutzend Soldaten. In ein paar Monaten kommt der echte Kaiser mit seiner Armee. Gegen ihn habt ihr keine Chance. Macht euch um mich nicht zu viele Sorgen, Oberst. In der Zwischenzeit werde ich Dämonen erobern und die letzten Dämonen vernichten. Und meine Armee wird das mit des Kaisers aufnehmen. Aber wie? Ich werde nicht all meine Geheimnisse enthüllen, Oberst. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss einen Kontinent erobern.
Verräter! Ups. Ja. Ich würde sagen, Verrat in den eigenen Reihen. Ich muss sie aufhalten. Super Mario, wir müssen schnell handeln. Demonia ist noch nicht gefallen. Noch kann ich meinem Volk helfen. Okay, ja. Dann gucke ich erstmal hier kurz nach. Ruinen der Magi. Weiß nicht, was man hier machen kann. Achso, nur das. Okay. Gut, dann können wir ja einfach mal. Ja, links durch. Okay. Für mich sah das auch immer wie Feuerstellen aus, nicht wie so eine Flagge. Ausschiffen. Ja, okay. Ich schiff gleich mal eine Runde. So, gut, dann haben wir einen neuen Dungeon. Freut mich. Schauen wir doch mal hier gucken. Nee, da. Die gibt's nichts. Gut. Ja, dann helfen wir doch Menus, alias und John. Hier, ne? Die Dämonen zu verteidigen. Hallo, verschwere mir nicht den Weg. Ich kenne euch. Ihr seid aus dem Kolosseum geflüchtet. Wie war doch gleich euer Name? Ach, genau. Super Mario, stimmt's? Nein, Solid Snail, ich muss er nachspielen. Sorry. Was macht ihr hier draußen? Ach so. Aber klar doch, wo sonst würdet ihr hinwollen, wenn ihr einen Prinzen von Dämonia bei euch habt? Lasst uns passieren. Sie zu bekämpfen ist leider zwecklos. Ihr braucht eine Armee, um nach Dämonia zu gelangen. Selbst ich bin momentan machtlos. Es gibt ja eine Möglichkeit. Wir könnten uns mit dem Kaiserreich zusammentun. Niemals! Ein Bündnis mit Dämonia. Lächerlich. Anders geht es nicht. Wenn wir den Magus nicht aufhalten, breiten sich die Kämpfe aus. Zehntausende werden sterben. Zumindest haben wir das in der Schule gelernt. Wir müssen den Magus aufhalten, ehe er Dämonia erreicht. Und ein Bündnis ist der einzige Weg. Wir müssen Dämonia unbedingt erreichen, bevor es zu spät ist. Und wenn ich mich dazu mit dem Kaiserreich verbünden muss, zumindest vorübergehend. Einverstanden. Dalken. Ah, unmöglich. Ich kann nicht. Meine Befehle. Wir befinden uns im Krieg mit Dämonia. Vielleicht. Aber der Magus hat diesen Krieg begonnen. In der Hoffnung, Dämonia für sich selbst zu erobern. Und ihr wollt trotzdem blind Befehle befolgen? Ihr solltet wissen, dass Befehle zum Wohl des Kaiserreichs umgangen werden können. Ich kann nicht gegen Befehle verstoßen. Tja, Lurker, Dalken zu überzeugen wird nicht einfach. In meinem Zeitalter ist er dafür bekannt, die Armee im Kampf gegen den Magus angeführt zu haben. Es war ein echtes Blutbad mit tausenden Opfern auf beiden Seiten. Deshalb trägt er den Spitznamen Dalken der Rote. Nach seinem Sieg, wenn man es so nennen kann, verließ er das Militär. Vermutlich ist er in meiner Zeit noch am Leben. Wo er jetzt wohl ist? Wir müssen ihn überreden, uns durchzulassen. Ich muss meinem Volk zu Hilfe kommen. Warum nimmt er unsere Hilfe nicht an? Es ist die beste Lösung. Ich kann mich nicht mit euch verbünden. Ich habe meine Befehle. So, gut. Ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen also in die Zukunft reisen. Zu der Zeitebene von Velvet. Dort irgendwo da diesen Dalken suchen. Da ist die Frage, wo ist denn der Spargel? Super. Und ja, dann kriegen wir wohl irgendwas von ihm. Damit er uns dann hilft. Also der andere.
So, ich werde natürlich erst einmal versuchen, links nochmal reinzugehen. Vielleicht ist das ja schon die Lösung, ne? So. Mal gucken. Die Ruinen. Mal schauen, vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Sind alle Freunde des Lebens immer... Ich kenne ja diesen Dialog, ich war ja schon mal hier. Warte mal, Moment. Du konntest mit mir... Ach, die habe ich schon herausgefordert. Das zeigt mir dann an, dass ich schon mal hier war, ne? Gut, dann... Ja, für uns gibt's ja auch nichts mehr zu tun. Ja, alles null. Okay, dann. Warum habe ich wieder Lex? Ich verstehe das nicht. So, ist hier denn noch irgendwas? Nee, okay. So, jetzt ist die Frage, will ich in der weiteren Zukunft hier nochmal gucken? Wohl eher nicht, die werde ich so oder so erreichen. Moment mal kurz. So, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass es jetzt hier leckt. Ja, mein PC meint, mir Windows-Updates wieder drüber bügeln zu wollen. Aber ich habe gerade keinen Bock, den PC neu zu starten, da ich hier am Aufnehmen bin, Leute. Und deswegen... Ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Aber ich hoffe, es hat sich jetzt wieder eingependelt. So, jetzt ist aber die Frage. In welchem Ort ist denn dieser Dalken jetzt? Wo könnte der jetzt sein? Ah, übrigens, ich habe im letzten Part, nein, nach dem letzten Part, habe ich mir mein Haus wieder gekauft. Hat weder irgendwie was gebracht, noch, ja, habe ich da was machen können. Oh mein Gott, wo könnten das jetzt sein? Wo könnten das dieser Dalken sein, ey? Oh! Seid ihr wegen des großen Turniers im Kolosseum hier? Ah. Ja. Wirklich? Ihr wollt die gefürchteten Piraten bekämpfen? Na gut, aber seid vorsichtig. Ah, cool. Warte mal. Ich sehe, dass es hier irgendwie noch eine Karte zu holen gibt. Ist hier drin vielleicht? Willkommen beim großen Kolosseumsturnier. Mal wieder. Heute werdet ihr Zeugen eines außergewöhnlichen Kampfes sein. Auf der einen Seite die furchtlosen, prozessgefeierten Piraten aus der Bucht. Auf der anderen Seite ein mächtiger Krieger mit merkwürdigen Kräften im Alleingang gegen die Horde. Der große, legendäre Super Mario ohne Solid Snail. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf jetzt beginnen. Hey. Kennen wir uns nicht schon eigentlich, ne? Ich hab euch ja schon mal weggeboxt. Ne? War ich schon mal bei den Piraten? Hey. Ah, dieselben Skills habe ich wie im Piratennest. Geil. Ja, das ist cool. Ah, und ich habe wieder nur Idia, den ich nutzen darf. Wie geil. Ach komm, jetzt ist Bruce Lee wieder dran, ey. Ich hasse den. Autsch. Die ist in Runde 4 oder was heißt das? Ich glaube ja, ne? Komm her! Ey! Sag mal!
Ah, jetzt bin ich in Runde 5, okay. Oh Gott, oh Gott! Geh weg! Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch so einen Kolosseum-Fight haben. Ich dachte, wir sprechen einfach nur mit Dalkin und dann geht's ab nach Dämonia. Okay. Boah, das ist ein gutes Lied, Chibi, ne? Au! Los! Ja! Boah, war das knapp, ey. Ah, so. Läuft doch. Erst du dich nachlassen. Und ja, ich habe Tränke, die könnte ich nehmen, aber das ist gegen meine Ehre. Da ist nichts Ehrenhaftes dran. Ich will es hier ehrenhaft schaffen. Mann gegen Mann. Ja. Oh, wir haben Maximalgold. Sehe ich jetzt erst. Oh. Oh Gott. Diese Kettentypen sind auch nervig, ey. Ja, meint auch. So, noch Fragen? Oh nein, wo ist die? Ja. Lass mich durch. Okay, Leute, scheiß auf die Ehre. Ich hab keinen Bock, alles von vorne zu machen. Nein, echt nicht. Kein Bock. Ich brauche einen Fortschritt hier. Wow. Hör auf zu lecken! Windows Update! Ja, du kriegst ja nachher dein Windows Update! Ja, wie viele denn noch? Wie viele Runden wollt ihr denn noch haben? Oh, es kommt der Hauptmann wieder! Mann, bin ich blöde! Oh Gott! Oh, mein Genick! Ja, das Vergnügen schon mal. Ach, ja, klar. Jetzt kommen wir noch hier, Kollegas. Oh, oh. Ja. Autsch. Stimmt's jetzt, ich hab nur noch einen Trank. Und den trinke ich jetzt. Ob ich das noch schaffe? Ob ich das noch schaffe? Jetzt kommt immer fester drauf. Immer fester drauf, ja. Au, 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 au. Nein! Was denn? Oh
Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Oh! Komm her, komm! Komm her, du! Komm her! Ah! Ah! Nein! Oh Gott! Oh fuck! Nein, 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 nein! Komm, komm! Nein! Nein! Oh, bitte lass mich beim Boss anfangen, bitte! Was? Willst du mich? Willst du? Nee! Oh komm, nein! Nein! Oh, ist gut. Ich habe meine Tränke zumindest noch. Boah, was? Ich muss alles von vorne machen. Alles! Alles am Stück ohne Safe? Okay, das wird jetzt hart. Das bedeutet, ich muss die Tränke bis zum Boss aufheben. Ach Gott, ey. Das ist jetzt mies. Ja, ich mache jetzt einen Versuch. Einen einzigen Versuch hier noch. Dann ist der Part aber auch fertig. Dann werden wir das im nächsten Part dann nochmal angehen. Also auch wie 10 Runden oder sowas machen. Und dann den Boss und das am Stück. Alter! Ich hatte den doch fast. Ich kann nur hoffen, dass ich hier währenddessen mich bei den ganzen Toten hier mit Level-Ups versorge. Und dann. Oh, dann, ne? Alter, komm her, Bruce Lee! Ey! Ich hasse den! Nimm das, du! Schmarotzer! So, der ist sehr easy. So, nächste bitte. Ich habe immer ein Begrüßungsgeschenk für euch. Jetzt kommt Bruce Lee wieder. Komm her! Ah, kann der Bruce Lee mal fallen? Danke! So. Weiter geht's bitte. Aber das ist besser als eben? Weiß gar nicht. Oh, komm, darf ich mal? Hey! Das ist unfair. Ihr scheiß Camper! Jetzt komm! Oh! Ja! Danke, danke! Oh, mehr Angriff, okay. Aber nicht viel. Jetzt habe ich wieder Bruce Lee. Oh, gehabt. Okay. Läuft!
Den habe ich auch. Ja, es gibt Bruce Lees. Ey, lass mich doch mal aufstehen. Überhaupt nicht unfair, ne? Gott, nein, nicht übertrieben. Fall doch einfach. Oh, ey. Nein, 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 nein. Hui. Jetzt kommt der Boss. Ich hab noch beide Tränke. Au. Okay, okay. Nein! Komm, 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 komm! Ja, so läuft's, so läuft's, so läuft's, so läuft's. So, kurz ein Trank. Einen kleinen. Komm her, hier, los. Nein, Mist, au. Aber läuft. Nein, oh. Oh. Doch, beim Aufheben. Ich schaff's nicht. Oh. Los, renn wieder, komm. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm. Ja. Ja. Komm, renn. So, einen Moment. Huch. Oh. So, wir haben ihn gleich. Komm her, komm, komm. Erst noch nicht aufhören. Au. Nein. So. Lass mal hier Ballast abwerfen. So, komm, 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 noch hin. Komm her. Läuft! Nein! Oh, oh.
Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Nein! Sieg! Ein unglaublicher Kampf! Super Mario ist ein wahrer Künstler. Kann er aufgehalten werden? Dann jetzt? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was? Nein! Es ist jetzt nicht wahr, ne? Die machen jetzt nicht weiter. Ey, ich habe keine Tränke mehr. Was denn jetzt? Nö, komm. Nein, ey, was soll das denn jetzt? Ich kann nicht mehr. Der Part ist fertig. Was soll das jetzt? Was soll denn das jetzt? Wir, die haben jetzt mir kein Checkpoint gegeben, ne? Ich war so stolz, dass ich das gerade geschafft habe und jetzt das. Das wäre jetzt mal echt oberfies. Komm, ey. Oh, jetzt los. Super. Was? Ihr habt den Anführer der Piraten bezwungen? Boah, aber ihr seid unglaublich stark. Ich meine, das sieht man euch gar nicht an. Mit eurem spindeldürren Ärmchen. Wie ein Teenager seht ihr aus. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht beleidigen, Super Mario. Bitte, tut mir nicht weh. Nehmt das als Entschuldigung an. Wow, die Karte. Wow. Wow. Leute, ich glaube... das war einfach nur ein Minispiel. Das war nur ein Minispiel für die Karte. Die mir hier mal angezeigt wurde. Super. Das heißt, da hinten müssten wir immer noch finden. Geil. Oh, scheiße, ey. Okay, Fakt ist, wir haben es geschafft. Fakt ist, der Part ist fertig. Fakt ist, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss.